Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen hier zum Tag 1 der Spiritual Millionaire School. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Einschulung. Heute soll es darum gehen, heute geht es einfach um die Grundlagen für dich und auch generell einmal darüber zu sprechen, was ist ein spirituelles Unternehmen und warum ist es so revolutionär, warum ist es anders und vor allem, was ist das, was sich da in uns, in unserer inneren Geisteshaltung verändern kann, was uns ermöglicht, mit viel mehr Leichtigkeit ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und zu Beginn würde ich auch gerne mit dir genau da einmal hinschauen, nämlich genau in diese innere Geisteshaltung. Weil für mich ist unsere innere Geisteshaltung entscheidend für alle unsere Ergebnisse im Außen. Also egal, was wir in unserem Leben erreichen, egal, wie glücklich wir in unserer Familie sind, egal wie professionell wir im Sport sind oder auch egal wie viel Geld wir mit unserem Unternehmen verdienen oder wie leicht uns das fällt. Es ist immer zu Beginn erstmal diese Entscheidung in uns und auch diese Veränderung der inneren Geisteshaltung dazu. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt in einer Meditation, die du von mir gemacht hast oder wenn du mich auch schon länger verfolgst, dann weißt du das, dass ich eigentlich nicht wirklich in meinem Leben, wenn ich etwas verändern möchte, es auf dieser Tun-Ebene verändere, dass ich halt so denke, okay, ich muss was anders machen, sondern es ist vielmehr so, dass ich hinschaue und gucke, was glaube ich eigentlich in Bezug auf Thema XY. Und dann erkenne ich anhand dessen, was ich glaube, dass genau das auch das ist, was ich dann wiederum verändern kann, um eine neue Realität zu erzeugen. So, das mag jetzt für dich auch schon vertraut klingen, wenn ich so darüber spreche. Es kann auch sein, dass es für dich was ganz Neues ist. Ich mag gerne, wenn wir jetzt hier in den nächsten 2 Wochen gemeinsam wirklich ganz, ganz tief eintauchen in diese Materie und gemeinsam auch wirklich die komplette Grundlage und dieses Grundfundament dafür legen, dass du eben auch aus der Leichtigkeit so viel Geld kreieren kannst, wie du möchtest. Dafür ist es mir ganz wichtig, erstmal jetzt diesen einen Appell an dich zu richten. Weil, wie auch gerade schon gesagt, was du in den nächsten 14 Tagen hier aus der Spiritual Millionaire School mitnimmst, das ist 100% davon abhängig, wie du zu dem Ganzen stehst. Also mit welcher inneren Einstellung du in diesen Kurs reingekommen bist. Weil es kann jetzt sein, dass dieses Geld, was du auch in dich investiert hast, dass es für dich ein Betrag ist, den du vielleicht innerhalb von einer Stunde verdienst. Es kann auch sein, dass es was ist, wofür du vielleicht 6 Monate gespart hast. Völlig egal. Ich glaube, jeder von uns ist mit einer anderen inneren Einstellung hier. Und jeder von uns hat eine andere, vielleicht auch Erwartungshaltung von dem, was hier passiert. Und ich möchte dir gerne diesen Impuls mitgeben, dass das, wie du hierher gekommen bist und das, wie du jetzt auch hier sitzt und wie du auch jetzt hier die nächsten 2 Wochen mit mir gehst, wie du in dir hierauf blickst, auf unsere Zusammenarbeit, ist maßgeblich entscheidend dafür, was du hieraus mitnimmst. Und maßgeblich dafür entscheidend, wie erfolgreich du mit diesen Inhalten wirst. Weil ich habe mittlerweile mit vielen, vielen Menschen persönliche Coachings gemacht und es ist immer wieder spannend zu erleben, dass ich eigentlich jedem mehr oder weniger dasselbe Wissen mitgebe oder beziehungsweise ihm auch einfach zeige, wie ich das Leben führe, was ich lebe. Und es ist immer wieder spannend zu entdecken, wie bei der einen Person plötzlich das Business und das Leben abgeht wie eine Rakete und bei der anderen Person es vielleicht auch weiterhin noch ein bisschen hakt. Und es ist einfach auch ein klares Zeichen dafür, dass ich im Endeffekt einfach nur der Vermittler bin. Ich zeige dir, wie ich dieses Leben aufgebaut habe, das ich heute führe, wo ich tief mit mir selbst verbunden bin und gleichzeitig aber auch diesen weltlichen Erfolg im Außen kreiere. Und ich kann dir das zeigen, ich kann dir meine komplette Lehre sozusagen an die Hand geben, aber im Endeffekt entscheidend für dein Ergebnis ist, was du daraus machst. Entscheidend ist, wie du damit umgehst und was du aus dem, was ich dir in den nächsten 2 Wochen vermitteln werde, rausziehst und was du daraus auch in dich und dein Leben integrierst. Und dazu gehört aber auch wirklich, dass wenn du dich wirklich hier drauf einlässt, dass dann alles möglich ist. Und bevor dein Verstand es jetzt als etwas abtut, ja, klar, alles ist möglich, immer alles möglich und so,
Ich meine das wirklich so, wie ich sage, weil ich glaube, das Leben, das ich führe, ist für sehr viele Menschen da draußen unvorstellbar. Weil das, was man da nach außen sieht, wenn ich mal bei Instagram oder so bin oder mein YouTube-Video oder keine Ahnung was, das, was man da nach außen sieht, das beschreibt nicht ansatzweise das, was ich fühle und das, was ich wirklich lebe. Und das, was ich wirklich lebe, ist, dass wir beginnen in unserer Welt und auch im Unternehmertum, Menschen wirklich im Herzen zu berühren. Ich habe gerade eben mit Marina einen Film bei Netflix angeschaut, beziehungsweise begonnen. Und das ist der Film von Steve Jobs. Ich bin mir sicher, du kennst Steve Jobs. Und Steve Jobs hat ganz am Anfang gesagt, wo er noch nicht erfolgreich war, dass er weiß, dass wenn er die Menschen einfach nur im Herzen berührt, dass der Erfolg von ganz alleine kommt. Und das ist auch genau das Prinzip von einem spirituellen Unternehmen. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du dich wirklich mal für eine komplett neue Weltsicht auch öffnest, jetzt für die nächsten 2 Wochen, die wir hier diesen Weg auch gemeinsam gehen, und dass du auch dich wirklich dafür öffnest, dass sich dein Leben und deine komplette innere und äußere Realität völlig verändern kann. Ich sage immer gerne, ich bin bekannt dafür, dass ich gut darin bin, Menschen zu zerstören. Das ist zwar eher bezogen jetzt auf meine 1-zu-1-Coachings, wenn wirklich Menschen hier zu mir nach Hause kommen und wir persönlich dann arbeiten. Da trifft es am ehesten noch zu. Aber ich sage mal, ich bin gut darin, Menschen komplett von Grund auf zu zerstören. Dass wirklich alles, was sie bis hierher erlebt haben an diesem Punkt, irgendwie keinen Sinn mehr ergibt. Und es kann passieren, dass wenn du dich wirklich hierfür öffnest und mit einer offenen Einstellung hier reingehst, dass du an der einen oder anderen Stelle in diesem Kurs vielleicht an einen ähnlichen Punkt kommst. Dass du so gefühlt alles anfängst zu hinterfragen, was du jemals in deinem Leben geglaubt hast. Weil wir gehen wirklich an die Substanz hier in den nächsten 2 Wochen. Und das möchte ich auch. Weil ich glaube, das ist das, wo auch wirklich die krasse Veränderung, nach der du dich auch sehnst, stattfindet. Und ich glaube, um wirklich auch aus der absoluten Leichtigkeit und aus der absoluten Freude heraus Millionen zu kreieren, braucht es auch einfach neues Denken. Das machen wir nicht mit dem Denken, das wir bisher vielleicht im typischen Unternehmertum hatten. So, was ist eigentlich überhaupt der Unterschied zwischen typischem, ich sag mal, altem Unternehmertum und diesem neuen spirituellen Unternehmertum? Da mag ich gerne mal drauf eingehen. Also für mich, ich beschreibe das auch immer gerne einfach anhand meiner eigenen Story. Bei mir war es damals so, ich habe mein erstes Unternehmen mit 18 gegründet. Da war ich damals noch in der Oberstufe. Und da war es halt einfach so, ich habe gemerkt, krass, der normale Systemweg, wo ich jetzt in die Uni gehen würde und irgendwas studieren würde, spricht mich so überhaupt nicht an. Ich muss irgendwie auf jeden Fall mein eigenes Ding machen. Und so hat es bei mir damals angefangen, dass ich Produkte über Amazon verkauft habe, wo ich die einfach aus China, Korea und so weiter importiert habe und dann eben über Amazon weiterverkauft habe. Und das hat auch gut funktioniert. Ich habe dann damit auch viel Geld verdient. Aber früher oder später bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo mir alles, was ich gemacht habe, irgendwie nur noch sinnlos vorkam. Und es war irgendwie alles, was ich damals gemacht habe, diente dem Zweck, Geld zu verdienen. Und irgendwie, dass ich meinen Profit maximiere und möglichst eben günstig meine Produkte einkaufe, möglichst teuer verkaufe. Und es hat alles gut funktioniert, aber ich muss sagen, ich war einfach dabei nicht mit meinem Herzen verbunden. Ich war nicht tief in mir erfüllt mit der Tätigkeit, die ich jeden Tag ausgeübt habe. Und irgendwann bin ich einfach an den Punkt gekommen, wo ich vor so einer Entscheidung stand, wo plötzlich dieses Gefühl, da stimmt was nicht, in so einem Konflikt stand mit meinem Kopf, der gesagt hat, hey, du kannst doch jetzt damit nicht aufhören, du kannst doch jetzt nichts anderes machen, das funktioniert doch voll gut. Du bist doch jetzt schon, du hast das ganze Wissen dazu, du hast dir hier einen Kundenstamm aufgebaut, du kannst doch jetzt nichts anderes machen, das macht doch keinen Sinn. So. Und gleichzeitig habe ich aber dieses immer stärker werdende innere Gefühl gefühlt, irgendwie da tiefer zu gehen und tiefer zu schauen, warum bin ich denn wirklich hier eigentlich? Was ist denn das, was ich wirklich machen möchte? Und was ist meine Bestimmung? Warum bin ich wirklich hier? Und ich habe einfach dieses Gefühl gehabt und ich glaube, das ist auch das Gefühl, was dich hier in diesen Kurs geführt hat. Ich hatte dieses Gefühl in mir, es muss mehr geben. Es muss tiefer gehen können. Und es war
irrational, weil mein Kopf, der wusste scheinbar ganz genau, nein, das hier ist der Weg, ich muss den weitergehen. Aber es hat einfach irgendwann nicht mehr gepasst. Und irgendwann kam dann dieser Punkt, wo diese innere Sehnsucht stärker wurde als die mentalen Überzeugungen. Und das ist auch immer der Punkt, wo wir wirklich in die Veränderung gehen. Wenn die Sehnsucht stärker wird als die mentalen Überzeugungen. Weil unsere Überzeugungen sind komplett wandelbar. Wenn du mal heute zurückspulst vor 10 Jahren, da hattest du völlig andere Überzeugungen und hast ein völlig anderes Leben gelebt. Und genauso wird es auch in 10 Jahren wieder sein. Die Überzeugungen, die du jetzt im Moment hast, die wirst du in 10 Jahren wahrscheinlich teilweise noch haben und teilweise auch wieder abgelegt haben, teilweise wirst du neue haben. Und deswegen macht es auch einfach keinen Sinn, dass wir an alten Überzeugungen festhalten. Und genau dasselbe Prinzip gilt jetzt auch im Business, gilt jetzt auch in der Spiritualität. Das heißt, du darfst dir jetzt auch einfach erlauben, dass du alle Überzeugungen, die du irgendwie hast über die Spiritualität und alle Überzeugungen, die du irgendwie über Unternehmertum und Business hast, dass du die zumindest für die nächsten 2 Wochen einfach mal auf Pause setzt und dich einfach mal dafür öffnest, dass es eine revolutionäre, völlig andere und neue Art, Geschäft zu machen, gibt. Und diese völlig neue Art, Geschäfte zu machen, die möchte ich dir gerne in den nächsten 2 Wochen hier näher bringen. Und nicht nur näher bringen, sondern ich möchte dir alles an die Hand geben, was du brauchst, um auch aus deiner spirituellen Essenz und aus dieser inneren Herzensverbindung so viel Geld zu kreieren, wie du möchtest. Und wenn du möchtest, Millionen. Dafür sind wir alle gemeinsam hier und dafür sind wir auch jetzt alle hier gemeinsam zusammengeführt worden. Das erst einmal zum Beginn und das auch erstmal für dich, für einen Überblick, was ein spirituelles Unternehmen ist. Ein spirituelles Unternehmen ist das Unternehmen, wo wir nicht mehr aus unseren Überzeugungen heraus das Business aufbauen. Zumindest nicht mehr so starr, dass wir so daran festhalten und sagen, es muss so funktionieren, es muss mit diesem klaren System gehen, sondern wir sind viel offener, wir sind viel freier und wir lassen es viel eher durch uns passieren. Das heißt, wir lassen uns führen von unserem Gefühl und zu all diesen Dingen werde ich dich auch noch anleiten und in den nächsten Tagen wirst du auch zu all diesen Themen ganz genau angeführt werden, wie das funktioniert. Ein spirituelles Unternehmen ist ein Unternehmen, das wir aus unserer Herzensverbindung heraus kreieren, wo wir ganz tief in uns spüren, das ist jetzt das Richtige und das möchte jetzt durch mich passieren. Verstehst du, das ist eine ganz andere Art, darüber nachzudenken, denn wir müssen unser Ziel nicht mehr anziehen, wir müssen dafür nichts mehr tun, sondern es ist vielmehr so, dass wir in uns einen Magneten haben, wie als wäre unser Herz ein Magnet und wir werden von dem Ziel angezogen, was sowieso durch uns erreicht werden möchte. Und wir arbeiten nicht mehr aus diesem Gefühl heraus, ich muss was erreichen, sondern ich arbeite aus dem Vertrauen heraus, dass durch mich genau das passiert und genau das in die Welt gebracht wird, was durch mich passieren möchte, auf ganz natürliche Weise. Und es lässt sich übertragen auf jeden Lebensbereich. Früher im Unternehmertum, im Business, da haben wir immer noch versucht, all unsere Lebensbereiche irgendwie nacheinander oder gleichzeitig zu optimieren, sind dann ins Gym gegangen, haben die Ernährung verbessert, da die versucht, eine Frau anzuziehen und keine Ahnung, also wirklich sehr, sehr starr aus einem Gedanken und aus einem Gedankensystem heraus. Und heute ist es viel freier. Ja, heute fließt das und heute fließen auch alle Lebensbereiche ineinander über und werden immer mehr eins. Was bedeutet es noch? Eine weitere wichtige Grundlage, um wirklich auch ein erfolgreiches spirituelles Unternehmen aufzubauen, ist, dass wir uns dafür öffnen können, dass es irgendetwas Höheres gibt in unserer Realität. Also, dass es irgendetwas gibt, was wir nicht greifen können. Für mich ist es im Moment das Einfachste der Welt, weil ich jetzt eben vor 3 Wochen ungefähr Vater geworden bin. Und ich glaube, jeder von euch, der schon ein Kind bekommen hat, der hat einfach gespürt, in dem Moment, wo dieses Kind geboren wird, da passiert etwas, was wir mit unserem Verstand als Wunder bezeichnen würden.
da passiert etwas, das ist nicht greifbar. Das können wir nicht mehr verstehen. Natürlich können wir sagen, genau, Julia, du schreibst es Magic. Das ist einfach, es ist unbeschreiblich. Und genau dieses Unbeschreibliche, was die Geburt hat, hat für mich irgendwo auch das Leben. Ich finde, das Leben hat genau so was Unbeschreibliches. Etwas, das wir nur verstehen können, wenn wir aufhören zu versuchen, das zu verstehen. Und ein spirituelles Unternehmen ist ein Unternehmen, wo wir mit diesem Höheren, wie auch immer du das für dich nennen möchtest, ich sage gerne Universum dazu. Ein spirituelles Unternehmen ist ein Unternehmen, wo wir mit dieser höheren Instanz, mit dem Universum zusammenarbeiten. Ja, wirklich zusammenarbeiten, wie als wäre das Universum ein Geschäftspartner von uns. Und das ist im Endeffekt die Essenz dieses Kurses hier. Die Essenz dieses Kurses ist, wie wir uns wieder mit dem Universum auf eine Art und Weise verbinden, dass wir mit dem Universum kommunizieren können, Eingebungen empfangen können, ganz bewusst, und auch gemeinsam mit dem Universum ein Unternehmen aufbauen können, das uns finanziell völlig unabhängig macht und das uns gleichzeitig auch aus unserem Herzen Freude bereitet. Jeden Tag, jederzeit, wenn wir daran arbeiten. Und das ist die wichtigste Voraussetzung für den kompletten Kurs. Wenn du jetzt hier gerade zuschaust und sagst, nein, dafür kann ich mich nicht öffnen, dass es irgendwie was Höheres gibt, dann brauchst du eigentlich die nächsten Videos gar nicht weiterschauen. Dann empfehle ich dir, leb dein Leben weiter. Leb dein Leben so weiter, wie du es bisher kennst. Und vielleicht ändert sich irgendwann mal was in deinem Leben. Vielleicht kommt ein Schicksalsschlag oder du wirst so extrem erfolgreich, dass du an die Grenzen kommst und irgendwo so denkst, okay, irgendwie muss es doch jetzt tiefer gehen. Und dann kommst du vielleicht einfach wieder hier auf den Kurs zurück. Oder aber du sagst, ja, kann ich mich dafür öffnen? Ich glaube auch, es gibt im Leben irgendwas Größeres. Und ich glaube auch, deswegen bin ich auch hier, dass ich mit dieser höheren Instanz zusammen kreieren kann. Und dieser Kurs hier ist ehrlich gesagt nichts anderes. Weil der komplette Kurs von der Idee, der ersten kreativen Idee, zur Umsetzung, zu den genauen Details, zu den Preisen, zu dem genauen Ablauf, zur Länge, alles, was dieser Kurs hier ist, ist in meiner Meditation entstanden. Ich habe mich nicht hingesetzt und versucht, aus meinem Verstand was zu kreieren, sondern ich habe einfach nur gespürt, hey, da wächst gerade in mir wieder diese Lebensfreude, ich möchte wieder was Neues erschaffen. Ich war jetzt viel mit meiner kleinen Tochter und meiner Frau zu Hause, wir haben viel Zeit für uns gehabt und jetzt spüre ich, da kommt wieder dieses innere Gefühl, da möchte wieder was entstehen. Vielleicht kennst du das Gefühl. Und dieser Kurs ist nichts anderes. Ich habe da nicht zwanghaft gesagt, okay, ich mache jetzt einen Plan, ich setze mich am Montag wieder hin, 9 Uhr geht's los, um 20 Uhr mache ich Feierabend, so wie ich es früher gemacht hätte. Nein, ich habe einfach gesagt, okay, Universum, ich öffne mich dafür, dass jetzt durch mich ein richtig geiles Projekt entstehen darf und entsteht. Ich habe einfach nur das gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, okay, Universum, ich öffne mich dafür. Und dann, ein oder zwei Tage später, war das so, ich war um 4 Uhr morgens im Bett, Augen, boom, ich war hellwach und diese krasse, 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 unendliche Kreativität ist durch mich geflossen. Und die ganzen Impulse kamen. Ich habe alles runtergeladen. Ich habe hier die, auf dem Handy habe ich die Notiz dazu. Alles, alles, was ich jetzt brauchte, um diesen Kurs hier umzusetzen und erfolgreich zu launchen, habe ich einfach so an Informationen aus dem Universum gechannelt. Und das ist genau die Art und Weise und diese Leichtigkeit, aus der wir mit dem Universum gemeinsam Unternehmen kreieren können. Indem wir einfach entscheiden und uns einfach dafür öffnen, dass das durch uns passiert. Es ist einfach nur diese Entscheidung. Bin ich gerade sprachlos und ich weiß auch wieso, weil das ist im Endeffekt so einfach.
Und ich werde jetzt auch zwar gerne hier mit dir die nächsten Tage jeden Tag auch diesen Stream machen, aber eigentlich würde dieses eine Video, was wir jetzt gerade machen, würde vollkommen ausreichen. Es würde vollkommen ausreichen, weil der einzige Grund, warum wir hier jetzt 2 Wochen zusammenarbeiten, ist, dass es für den Verstand leichter zu verarbeiten ist. Dass es leichter zu verarbeiten ist, dass diese Realität, diese neue Realität, die jetzt auch zu deiner Realität wird, dass sie so einfach ist, dass sie so unfassbar leicht ist. Weil irgendwo in uns, gerade wenn wir auch hier mit uns verbunden sind, wissen wir schon, dass es so leicht ist. Wissen wir auch schon, dass eigentlich alles total einfach ist. Aber wir haben eben hier oben noch ein paar Gründe, denen wir aus irgendeinem Grund auch glauben, wodurch wir uns selbst im Weg stehen. Und dieses Thema Selbstsabotage werde ich auch in einem ganz einzelnen Video extra auch behandeln, weil das so wichtig ist. Ja, weil das ist im Endeffekt unser größter Flaschenhals, ich sage Flaschenhalspunkt, sozusagen da, wo wir uns am meisten in unserem Potenzial einschränken. So, ich spüre jetzt gerade mal rein, was es jetzt noch braucht für heute, was jetzt für euch noch ein guter Beitrag sein kann. Ich würde es gerne auf jeden Fall nochmal zusammenfassen. Und dann gibt es auch noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Also das Wichtigste für mich, was du aus diesem Video heute mitnimmst, ist, dass du dich heute wirklich dafür öffnest, dass in den nächsten 2 Wochen dein komplettes Leben auf den Kopf gestellt werden kann. Frag dich einmal selbst, bin ich bereit, mich dafür jetzt zu öffnen? Und wenn du da noch einen Widerstand spürst, dann lass diesen Widerstand zu und spür diesen Widerstand einfach mal. Lenk einfach nur deine Aufmerksamkeit darauf. Du wirst intuitiv wissen, wie das geht für dich. Und dann spür einfach diesen Widerstand, solange bis er weicher wird, bis er leichter wird und bis er sanfter wird und bis er sich auflöst. Es darf auch ganz leicht sein. Oder du sagst einfach von dir aus, ja, ich bin bereit, dass sich meine Weltsicht komplett auf den Kopf stellt, weil dann bist du ready für die nächsten 2 Wochen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist die zweite Voraussetzung auch, dass du dich dafür öffnen kannst, dass es in unserem Universum etwas Höheres gibt. Gib dem auch gerne einen Namen. Du kannst es Gott nennen, du kannst es Universum nennen, du kannst es fliegendes Spaghetti-Monster nennen, völlig egal. Hauptsache, du kannst dich dafür öffnen, dass es eine höhere Instanz im Universum gibt. Dass es diese Instanz gibt, die allmächtig ist und allwissend ist, die uns in unserem Leben führen kann, wenn wir offen dafür sind. Und ich werde dir auch gerne weitere Beispiele dafür geben, wie das in meinem Leben aussieht, weil ich kreiere fast ausschließlich nur noch gemeinsam so auf diese Art und Weise mit dem Universum. Völlig egal, was es ist, was ich in meinem Leben verändern möchte, es findet eigentlich immer gleich statt. Ich sage einfach, oh ja, das wäre geil, Universum, ich öffne mich dafür, dass genau das jetzt passiert und dass sich das und das in die und die Richtung verändert. Und dann manchmal dauert es 10 Minuten und plötzlich kommt eine Idee oder ein neuer Mensch kommt in mein Leben. Manchmal dauert es 5 Tage, manchmal eine Woche, bis was, ich sag mal, Bemerkenswertes passiert. Aber es ist immer dasselbe Prinzip. Und da lade ich dich von Herzen ein, dass du dich mal dafür öffnest, dass es wirklich eine höhere Instanz im Universum gibt, der wir auch all unseren Ballast geben können, mit dem wir selbst vielleicht strugglen, mit dem wir Schwierigkeiten haben, umzugehen. Ich persönlich habe immer, wenn ich auch Streams und sowas mache, habe ich hier ein Bild von dem Jesus da. Und nicht, weil ich religiös bin oder so, ich bin auch nicht Mitglied in irgendeiner Kirche oder so, sondern einfach, weil Jesus für mich etwas verkörpert, etwas sehr Menschliches und gleichzeitig etwas sehr Göttliches.
Und dadurch kann ich Jesus in meiner Realität all meinen Ballast geben. Ich habe zum Beispiel mit Jesus die Vereinbarung, dass er sich um alle meine Themen kümmert und ich mich um die Themen kümmere anderer Menschen. Also er kümmert sich darum, dass es mir immer gut geht und ich kümmere mich darum, dass es anderen Menschen gut geht und dass andere Menschen in ihrem Leben vorankommen. Und das ist so diese Art und Weise, wie ich spielerisch mit dem Universum kreiere. Und das ist, glaube ich, auch genau die Energie, die für dich wahrscheinlich anziehend ist, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum du heute hier zuschaust. Und der letzte Punkt, und ich glaube, das passt auch genau dazu, zum Jesus, ist ein Satz, wo ich dich bitten würde, dass du dir den aufschreibst und für die nächsten 2 Wochen, für die Zeit dieses Kurses, irgendwo hinhängst, dass du es immer siehst, wenn du mein Video schaust, also wenn du hier dieses Video schaust. Nimm dir gerne mal eben was zu schreiben und schreib diesen einen Satz auf. Völlig egal, ob du dem jetzt zustimmst oder nicht. Und dieser eine Satz ist: Alles, was wir glauben, stimmt. Alles, was wir glauben, stimmt. Und jetzt plötzlich macht nämlich auch der Jesus Sinn. Weil natürlich kann man sagen, alles doch Schmarrn, das kann doch gar nicht funktionieren. Und ich kann jeden verstehen, der das sagt. Weil er in einer ganz anderen Realität lebt als ich. Aber ich habe mich in meiner Realität einfach entschieden, dass das hier funktioniert. Ich habe mich einfach entschieden, dass es funktioniert und dass ich Jesus alles, was mich belastet, geben kann und er sich darum kümmert, für mich, sodass ich damit nichts mehr zu tun habe. Und seit ich das entschieden habe, dass er sich um alles kümmert, ist mein Leben leichter geworden. Und ich kann mich viel, viel besser auf das fokussieren, was mir wirklich wichtig ist und worauf ich wirklich Lust habe. Und weil ich glaube, dass das funktioniert, funktioniert es auch in meiner Realität. Und genauso, weil ich glaube, dass ich aus der Leichtigkeit so viel Geld kreieren kann, wie ich möchte, und aus meiner Herzensverbindung und auch aus meiner spirituellen Anbindung heraus, deswegen ist es auch meine Realität, wenn ich das glaube. Und jetzt jeder, der daherkommt und sagt, der ist doch Schmarrn, das kann ja nicht funktionieren, der hat 1:1 genauso recht in seiner Realität. Weil in seiner Realität macht das überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. In seiner Realität macht es überhaupt keinen Sinn, was ich für ein Leben führe. Die meisten Menschen, die können das überhaupt nicht verstehen, nicht greifen, nicht fassen, was für ein Leben ich führe, auch mit Marina zusammen in unserer Familie. Die Menschen kommen zwar hier zu uns nach Hause und sagen, oh, das ist ja gemütlich hier, oder oh ja, bei euch ist es immer irgendwie, ist irgendwie alles immer so leicht und positiv, oh, bei euch ist irgendwie alles so und so. Die fühlen das schon irgendwie, aber verstehen können sie das nicht. Verstehen, was für ein Leben wir führen, können die wenigsten. Und es liegt auch einfach daran, dass sie andere Überzeugungen haben, dass sie andere Dinge für ihre Realität halten. Alles, was wir glauben, stimmt. Und das Schöne ist, wir entscheiden selbst, was wir glauben. Und da schließt sich dann nämlich auch der Kreis. Weil wenn alles, was wir glauben, stimmt und das, was wir glauben, unsere Realität kreiert und wir uns aussuchen, was wir glauben, dann suchen wir uns auch unsere Realität aus. Jeder von uns, jeder einzelne Gedanke ist unsere Entscheidung. Unabhängig davon, ob wir sie bewusst oder unterbewusst treffen. Und weil das so tiefgreifend dein Leben verändern kann, ist jetzt in den nächsten 2 Wochen auch alles möglich. Es kann sein, dass du innerhalb der nächsten 2 Wochen bereits während des Kurses aus deiner spirituellen Essenz heraus lustig und freudig anfängst, so viel Geld zu kreieren, wie du möchtest. Einfach weil du plötzlich diesen Funken der Inspiration in dir spürst und du einfach spürst, wow, das geht ja wirklich. Das ist ja wirklich so leicht. Vielleicht kommt dieser Moment. Öffne dich dafür. Sei einfach offen. Schau diesen Kurs an mit den Augen eines Kindes und du wirst dir aus diesem Kurs eine ganz neue Realität kreieren.
Alles, was wir glauben, stimmt. Und wenn du jetzt eh schon noch was zu schreiben hast, dann nimm gern mal den Stift noch mal zur Hand und schreib dir mal drei Dinge auf, die du wirklich, wirklich gerne verändern würdest. Wo du glaubst, dass dir dieser Kurs dabei hilft, diese Dinge zu verändern. Es mag sein, mehr Geld zu kreieren. Es mag sein, mehr Leichtigkeit beim Geld kreieren zu empfinden. Es mag sein, dich tiefer mit deinem Herzen zu verbinden. Jeder von euch hat eine ganz eigene Absicht, wieso er hier ist. Vielleicht auch gar keine Absicht. Schreib einmal drei Dinge für dich auf. Nimm dir diese Dinge einfach mal für die nächsten 2 Wochen mit. So, soweit zu den Grundlagen für dein spirituelles Unternehmen. Du spürst schon und merkst schon eigentlich die Voraussetzungen, die zu erfüllen, ist eigentlich super easy. Eigentlich haben wir jetzt schon alle die Voraussetzungen in uns, um ein erfolgreiches spirituelles Unternehmen aufzubauen. Und du wirst auch von mir nicht in den nächsten 2 Wochen irgendwas anderes hören, dass es irgendwie komplizierter ist als das. Weil ist es nicht. Es ist nicht komplizierter als das. Es wird eher immer leichter. Weil je mehr du dieses Wissen verinnerlichst und wirklich auch zu deiner inneren geistigen Realität werden lässt, desto mehr und desto schneller und desto leichter wird sich das auch in deiner äußeren Realität materialisieren. Weil ob du aus der Leichtigkeit und aus deiner spirituellen Essenz Millionen kreierst, ist kein Zufall. Sondern du kannst das bestimmen. Du kannst auch sagen, hey, wenn das natürlich mir auf natürliche Weise zufällt, dann wird es sowieso passieren und ich lasse das los. Funktioniert auch. Du kannst aber auch dich ganz bewusst dafür entscheiden. Es funktioniert alles. Alles, was wir glauben, stimmt. Gut. Also, vielen lieben Dank schon mal für deine Zeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder du bleibst noch hier und schaust dir noch die Antworten zu den Fragen an, wenn es noch Fragen von euch gibt. Okay, also ich sehe schon was von Erik. Ich finde es schwer, mir gezielt auszusuchen, was ich von nun an glauben möchte. Wie kann ich meinen Glauben gezielt steuern? Also Erik, was ich da bei dir spüre, ist so ein Gefühl, dass du jetzt, wo du verstanden hast, dass du der Schöpfer deiner Realität bist, dass du dir aussuchen musst, was du glaubst. Und dass du jetzt, wo du dir sozusagen alles aussuchen kannst, dass du eine Entscheidung treffen musst, wie dein Leben auszusehen hat. Und ich kann das Gefühl nachempfinden. Allerdings führt es dich eigentlich eher in die Irre, weil das fühlt sich zwanghaft an. Es fühlt sich, als würdest du zwanghaft dir jetzt denken, boah, krass, jetzt, wo ich mir alles aussuchen kann, boah, jetzt muss ich mir irgendwas richtig Krasses aussuchen. Aber musst du nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich das mache. Ich sage nämlich in meinem Leben einfach, okay, ich weiß, ich kann mir alles kreieren. Aber ich spüre auch, dass es etwas Höheres gibt, als das, was ich mental greifen kann. Also macht es keinen Sinn, mir aus meinem persönlichen mentalen Glaubenssätzen heraus irgendwas zu entscheiden, sondern es macht viel, viel mehr Sinn, mich dem Leben einfach hinzugeben und zu sagen, hey, es wird genau das in mein Leben fließen, was natürlich
sowieso zu mir fließen möchte. Und das ist nicht nur sehr viel freier und fühlt sich auch freier an, sondern es ist auch viel kraftvoller. Weil dieses Leben, was ich mir aufgebaut habe, das wäre niemals zu mir gekommen, weil es einfach viel schöner ist als alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Und hätte ich mir damals irgendwas vorgestellt, wie zum Beispiel meinetwegen da die Villa und die Yacht und keine Ahnung was, und wirklich nur aus meinem 3D-Verstand heraus gesagt, so soll das Leben sein, so muss das Leben sein und nicht anders, dann wäre ich niemals an dem Punkt gekommen, wo ich heute bin, wo ich wirklich sage, ich empfinde ein Leben auf allen Ebenen, das mich auf allen Ebenen erfüllt, wo ich nicht nur im finanziellen Reichtum schwelge, sondern wo ich auch meine persönlichen Bindungen und Beziehungen total aufleben lasse. Und das ist etwas, das ist in meinem Leben dadurch entstanden, dass ich losgelassen habe. Dadurch entstanden, dass ich eben aufgehört habe zu sagen, so muss mein Leben aussehen und so soll es nicht mehr aussehen. Ich habe einfach gesagt, ich vertraue jetzt dem Leben, weil ich spüre, da ist diese Quelle der Liebe, da ist diese Quelle des Wohlwollens. Und ich vertraue darauf, dass mir diese Quelle, diese wohlwollende Quelle, genau das Richtige zuspielt, was jetzt für mich auch genau richtig ist. Das, was ich jetzt brauche und nicht das, was ich vielleicht jetzt will. Weil häufig ist es auch was anderes. Steffi fragt, in manchen Momenten bin ich komplett bei dir, in anderen übernimmt wieder ganz mein Verstand. Wie schaffe ich es, diesen Verstand auszuschalten? Eine sehr gute Frage, Steffi, und auch dazu wird es innerhalb der nächsten 2 Wochen einen kompletten Stream dazu geben, zu dem Thema Verstand. Also wofür ist unser Verstand gedacht? Wie dient uns unser Verstand? Und wie können wir ihn ausschalten, beziehungsweise warum macht es keinen Sinn, ihn ausschalten zu wollen? Denn es macht keinen Sinn, den Verstand ausschalten zu wollen. Es fühlt sich nämlich an bei dir, wie als wärst du mit deinem Verstand in einer Art Konfliktsituation. Und du kannst es dir so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Grillabend organisiere, bei mir zu Hause, und du, Steffi, du kommst dazu und ich sage, nee, Steffi, geh mal wieder weg, ich will dich irgendwie nicht dabei haben. Wie würde sich das für dich anfühlen, Steffi? Wahrscheinlich würde sich das ganz schön kacke für dich anfühlen. Und das ist genau die Art und Weise, so wie ich gerade in diesem Beispiel mit dir umgegangen bin, das ist die Art und Weise, wie du mit deinem Verstand umgehst. Und natürlich fühlt sich dein Verstand von dir nicht wirklich gewertschätzt. Und natürlich ist dein Verstand auch dadurch sehr laut und nimmt dich auch in gewisser Weise ein, weil er natürlich am Ende des Tages einfach nur Aufmerksamkeit von dir möchte. Er möchte auch einfach nur dazugehören und er möchte auch einfach nur gesehen werden und ein wertvoller Teil deines Lebens sein. Du lässt es aber nicht zu. Du sagst, nein, du bist nicht wertvoll. Ich muss dich ausschalten. Und deswegen ist er bei dir auch so laut, weil du ihn ausschalten möchtest. Und dadurch machst du es dir im Endeffekt selber schwer. Aber wir werden in dem anderen Video ganz genau darauf auch reinschauen. Bis dahin lade ich dich einfach dazu ein, sei liebevoll mit dir und auch mit deinem Verstand. Geh liebevoll mit ihm um. Und wenn er sagt, ah Quatsch, das kann doch nicht sein, dann sag, ja, mag sein, dass du recht hast. Wir schauen uns das einfach genauer an und dann werden wir schauen, zu welchem Entschluss wir am Ende des Tages kommen. Einfach nimm ihn ernst. Ja, das kann ich dir mitgeben. Nimm deinen Verstand auch ernst. Also glaub nicht blind, was ich dir hier sage, sondern nimm deinen Verstand ernst. Das gilt natürlich auch für jeden anderen von euch. Antje fragt, wie kann ich erkennen, dass das Universum liefert, beispielsweise wenn Personen in mein Leben treten? Du spürst es, Antje. Du wirst es spüren. Du wirst es spüren, dass das, was dir geliefert wird, genau dem entspricht, für das du dich geöffnet hast. Ich habe mich zum Beispiel vor einigen Tagen dafür geöffnet, dass einfach mehr lustige Zufälle in meinem Leben passieren, die mir zeigen, warum ich hier bin, die mir meine Berufung noch deutlicher machen. Und dann war das tatsächlich so, gestern oder vorgestern, dass ich eine Runde Eisbaden war und dann war ich auf dem Auto vom See zurück nach Hause. Und dann sehe ich an der Ampel vor mir ein weißer SUV. Und ich sehe die Frau, die vorne am Steuer sitzt
die versucht, über den Rückspiegel Kontakt mit mir aufzubauen. Also so einen Augenkontakt. Und einmal haben sich unsere Augen getroffen und ich habe gespürt, wie unangenehm es für sie war. Und dann haben sich unsere Augen nochmal getroffen. Und sie schaut wieder so richtig verlegen zur Seite. Und ich habe halt gespürt, auf der seelischen Ebene war das wie so eine Art Kontaktaufnahme, weil irgendwie, weil sie etwas an mir interessant fand. Und das wiederum fand ich auch interessant an ihr. Und ich habe dann auch genauer hingeschaut und habe dann auch gesehen, dass eine kleine Werbeanzeige an ihrer Autofahrertür an der Seite war. Und dann habe ich da drauf geschaut und habe halt die Webseite verlinkt gesehen. Ich hatte nur 2, 3 Sekunden, weil ich abgebogen bin, aber ich habe es gerade so gesehen und habe dann später auf meinem Handy diese Website aufgerufen und habe dann diese Frau tatsächlich angerufen, weil ihre Nummer im Impressum stand. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, hey, ich bin der Johannes, du kennst mich nicht und dieser Anruf ist wahrscheinlich sehr ungewöhnlich, aber ich arbeite als Heiler und ich weiß, beziehungsweise ich habe vorhin gespürt, dass du oder deine Seele, vielleicht hast du es selber bewusst gar nicht gemerkt, einen Kontakt zu mir aufgebaut hast. Und sie war so völlig verdutzt und sie meinte, krass, ja, genau das habe ich. Und sie hat sich haargenau an diesen Moment erinnert, hat mir das aus ihrer Perspektive beschrieben, wie sie geguckt hat, weil sie sich irgendwie angezogen gefühlt hat, es ihr dann aber irgendwie peinlich war. Und dann haben wir eine halbe Stunde lang telefoniert und dann ging es darum, dass sie an sich in ihrem Leben sehr zufrieden ist. Ich habe sie einfach gefragt, hey, wie kann ich dir helfen? Und sie hat sich dann auch mehr und mehr immer weiter geöffnet und hat mir dann irgendwann ihr Thema, es ging dann um Beziehung, Partnerschaft, hat sich dafür geöffnet und wir haben dann ein bisschen darüber gesprochen und eben einfach ein paar Blockaden gelöst. Und das ist so ein kleiner Wink vom Universum gewesen, der mir einfach zeigt, wo es mich auch mehr und mehr hinführt in meiner Arbeit. Dass ich mehr und mehr einfach so wirklich das Leben so vor mir fließen lasse und es war auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert, es passiert regelmäßig und ich einfach diese lustigen Synchronizitäten und diese lustigen Zufälle einfach geschehen lasse und dadurch einfach ein Leben entstehen lasse, das total geführt ist, das total frei und offen ist für alles, dass wirklich alles passieren kann. So, ich habe jetzt einen kleinen Exkurs gemacht. Das war die Antwort zu der Frage, Steffi. Antje. So, Georg und Julia, wie bleibe ich dauerhaft im Vertrauen auf meine kreierten Gedanken, ohne dabei wieder in die alten zu verfallen? Sehr gute Frage. Und auch da ist die Antwort, hör auf zu versuchen, im Vertrauen zu bleiben. Weil du musst nichts tun. Du musst nichts tun dafür, dass alles, was durch dich passieren soll, durch dich passiert. Deswegen musst du auch nicht ständig im Vertrauen sein und du musst dich auch nicht ständig gut fühlen. Und du musst auch nicht ständig happy sein, du musst nicht ständig in deiner höchsten Energie sein, sondern so wie du bist, bist du genau richtig. Es kann auch gar nicht anders sein. Was wäre, wenn selbst in den Momenten, wo du nicht richtig bist, so wie du bist, wenn du richtig wärst? Also selbst wenn du nicht so wärst, nicht richtig wärst, so wie du bist, was wäre, wenn du sogar dann richtig wärst? Verstehst du? Dann wärst du immer richtig. Weil wenn wir davon ausgehen, dass es etwas Höheres gibt, was uns erschafft, was alles erschafft, was die komplette Realität erschafft, dann hat dieses Höhere dich eins zu eins so erschaffen, wie du bist. Mit jeder Ecke, mit jeder Kante, 100% so, wie du bist. Und dann hat, was auch immer das ist, ich nenne es jetzt Universum, dann hat das Universum dich auch so geschaffen, dass du manchmal Momente hast, wo du völlig verzweifeln könntest. Und deswegen sind auch diese Momente genau richtig. Ich habe auch diese Momente. Ich habe Momente, da könnte ich völlig verzweifeln. Aber ich weiß, dass auch diese Momente genau richtig sind. Und dadurch ist diese Verzweiflung, die ich zwar als Emotion in meinem Körper wahrnehme und auch spüre, ist nichts, womit ich mich identifiziere. Es ist einfach nur die Emotion, die ich jetzt in meinem Körper spüre. Aber es ist nicht mehr das, was ich bin. Ich identifiziere mich nicht mehr damit. Aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn da auch mal diese Fassungslosigkeit ist oder einfach diese negativen Gefühle. Ja. Deswegen, mein Appell an dich, Georg oder Julia oder beide, erlaubt euch, wieder in die alten Muster zu verfallen. Was wäre, wenn es genau richtig wäre, in dem Moment, wenn ihr in diese alten Muster fallt, dass ihr wieder in diese alten Muster fallt? Dann wäre es überhaupt kein Problem mehr.
Lass das einfach zu. Auch das ist okay. Und dann haben wir noch eine Frage von Timo. Woher weiß ich, dass etwas das Thema ist, mit dem ich jetzt Geld verdienen kann und auch will? Berufung. Auch zum Thema Berufung wird es einen ganz eigenen Stream geben. Also da kannst du dich schon sehr darauf freuen, Timo. Und auch da ist die Antwort, erstens, du spürst es. Und zweitens, musst du es auch nicht wissen. Weil du fragst, woher weiß ich das? Und dieses Interesse, also dass du diese Frage stellst, zeigt mir, du willst wissen, du willst diese Gewissheit haben, dass das Thema, was du da für dich gefunden hast, ob das deine Berufung ist oder nicht. Fakt ist, du weißt es nicht. Du weißt es nicht und deswegen macht es auch keinen Sinn, diese Gewissheit jetzt haben zu wollen. Es macht viel mehr Sinn, einfach dem Thema nachzugehen, was sich jetzt in diesem Moment als genau richtig für dich, für dich anfühlt und dann einfach weiter und tiefer in dieses Thema reingehen. Und dann wird diese Klarheit als Ergebnis davon, dass du da weiter reingehst, automatisch wachsen. Und du wirst automatisch dir selbst klarer darüber werden, ob das deine Berufung ist oder nicht oder ein Teil davon und ein anderer Teil wiederum nicht. Und darüber gewinnst du automatisch Klarheit. Steffi, wieso empfinde ich das, was du sagst, manchmal noch als harte Kost? Weil es nicht zu deinen bisherigen Überzeugungen passt, Steffi. Deswegen ist es teilweise für dich schwer zu greifen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es ist möglich, innerhalb eines Monats 1 Million Euro zu kreieren. Dann mag das sein, dass es für dich unmöglich klingt oder einfach vielleicht schwer verdaulich ist. Und es liegt einfach daran, dass du sehr stark noch an diesen alten Überzeugungen festhältst. Du wirst aber mehr und mehr realisieren in den nächsten 2 Wochen, wenn du dich hierfür öffnest, dass es eigentlich keinen Sinn macht, diese alten Überzeugungen festzuhalten. Weil Überzeugungen wechseln eh ständig. Ja, wir verändern ständig über unsere Überzeugungen und die haben auf Dauer alle keinen wirklichen Bestand. Deswegen macht es einfach keinen Sinn, so stark an unseren Überzeugungen festzuhalten. Und da mag ich dich auch dafür öffnen, dass du dich auch einfach mal dazu entscheidest, dich ein bisschen zu lösen von diesen alten Überzeugungen und einfach mal zu sagen, okay, ich öffne mich jetzt für was Neues, auch wenn das, was Johannes sagt, vielleicht ein bisschen schwer für mich verdaulich ist. Weil, dass du dich dafür öffnest, heißt nicht, dass du das 1:1 für dich übernimmst. Es geht mehr darum, dass du das, was ich sage, vielleicht vor allem das, was ich für dich, was du nicht so leicht annehmen kannst, dass du das für dich prüfst. Was wäre denn, wenn da was dran ist? Und auch da wieder alles, was wir glauben, stimmt. Vielleicht ist dieser Begriff auch schon harte Kost für dich. Dann magst du dir vielleicht einfach mal diesen Satz anschauen. Alles, was wir glauben, stimmt. Diesen einen Satz. Wenn du dir den vorhin aufgeschrieben hast, nimm dir den gern einfach mal mit, pack dir den heute Nacht unters Kopfkissen und schlaf da einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes eine Nacht drüber. Und über diesen Satz, weil je klarer das für dich wird und je mehr du verstehst, dass alles, was wir glauben, stimmt, desto leichter wird es auch sein für dich, dir neue Überzeugungen auszusuchen. Und der Max schreibt, hallo Hannes, wenn ich in mich hineinspüre und auch ehrlich zu mir bin, dann habe ich meine Berufung bereits gefunden. Das Einzige, was mir aktuell fehlt, ist der ganz große finanzielle Wurf. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich es nicht mental zulasse, dass es im Prinzip einfach ist. Und im Prinzip kann ich mit 1-2 Stunden Arbeit pro Tag 20, 30 oder 100.000 im Monat machen. Das ist zwar keine Frage, aber vielleicht hast du einen Kommentar dazu. Ja, ich habe dazu einen Kommentar und auch ein Gefühl. Weil im Endeffekt, wenn du dir deine Nachricht selbst einmal genau anschaust, dann erkennst du auch schon sehr gut, welche Überzeugung hier dahinter steckt. Hier zum Beispiel, was mir sofort ins Auge fällt, ist die Überzeugung, dass dir etwas fehlt. Du bist überzeugt davon, dass dir der finanzielle Wurf fehlt. Und weil du diese Überzeugung in dir trägst und weil du glaubst, dass das so ist, ist es in deiner Realität auch so. Du kannst ja mal hinter alles, was du geschrieben hast, 2 Worte dahinter schreiben, nämlich glaube ich. Weil all das, was du mir beschrieben hast, sind alles nur Ansammlungen von Glaubenssätzen. Du hast einmal den Glaubenssatz, dass du deine Berufung gefunden hast, dann glaubst du, dass dir noch der große finanzielle Wurf fehlt, dann glaubst du, dass wenn du irgendwas zulassen würdest, du dann viel Geld verdienen würdest und du glaubst sehr, sehr viel, wenn der Tag lang ist. Und da eh alles stimmt, was du glaubst, macht es vielleicht auch gar nicht mehr so viel Sinn, so viel zu glauben.
Vielleicht macht es dann auch wirklich gar nicht mehr so viel Sinn. Da auch nochmal eine Frage, wo ich dich gerne einladen würde, dir die zu stellen. Stell dir mal die Frage, was wäre, wenn dich jeder deiner Gedanken anlügen würde, inklusive dem Gedanken, dass das doch nicht sein kann? Ich liebe diese Frage. Diese Frage hat schon so manche Köpfe zum Rattern gebracht. Was wäre, wenn uns jeder unserer Gedanken anlügen würde? Und mit diesem Gedanken mag ich dich gerne in deinen Feierabend schicken. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank an jeden, der hier in sich investiert hat und sich jetzt entschieden hat, sein Leben auf ein neues Level zu bringen, auf ein tieferes Level zu bringen, mehr Leichtigkeit in sein Leben anzuziehen, mit mehr Leichtigkeit auch Geld zu verdienen und Geld zu kreieren. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute schon beim ersten Tag dabei wart. Also genießt euren Abend. Alles Liebe. Ciao.